ich bin ganz da. Was gibt's denn? Doch schon. Interessiert Sie das? Mhm. Wenn Sie mir nicht glauben, kann ich es Ihnen zeigen. So? In meiner Wohnung. Oh, nur dann wird der Hahn sicher bezaubert werden. Ganz egal, was Sie auch vorhaben. Es wird sicher herrlich. All right.
Jason. Wir haben ja keine Musik mehr. Tatsächlich. Würden Sie bitte eine neue Platte auflegen? Ja, ich liege. Dann hole ich Ihnen einen neuen Drink. Ach, dass einem reiferen Herrn so etwas noch widerfährt. Also die hat Nerven, die gute Michelle. Wenn Rafik dahinter kommt, dass sie nach beiden Seiten spielt, dann bringt er sie um. Und was ist mit Jason? Eben, ich muss so schnell es geht nach Beirut. Und was sagt der Chef? Ich werde mit ihm reden und damit basta. Jason und Wolny sind beide auf dem Flughafen Beirut gelandet. Na, wo soll man denn sonst landen, wenn man nach Beirut fliegt? Das ist doch meine Rede. Dieser Rafik denkt sicher genauso. Wenn wir auch da landen, sitzen wir doch sofort in der Falle. Wie wär's denn, wenn wir nach Damaskus fliegen? Dann haben wir noch 60 Meilen nach Beirut. Wenn wir die Strecke mit dem Jeep fahren, dann bleiben wir wenigstens ein oder zwei Tage unentdeckt. Ich höre immer wir. Richtig gehört. Und ich sage nach wie vor nein, aber wir haben es doch jetzt mit einer ganz anderen Situation zu tun. Trotzdem, es geht um das Leben von King. Ich trage die Verantwortung, Sullivan, nicht Sie. Das weiß ich, Sir, aber Sie haben den Fall unserem Department übertragen oder sind wir abgelöst? Keinesfalls. Die äußeren Umstände haben sich aber entscheidend verändert. Wenn mir ein Fall übertragen worden ist, brauche ich keine anderen Direktiven mehr anzunehmen. Die sind außerordentlich schwierig, Sullivan. Ganz und gar nicht, Sir. Dann versuchen Sie nicht dauernd, Ihren Kopf durchzusetzen. Sir, ich will nicht querschießen, sondern ich will King helfen, weiter nichts. Und wie haben Sie sich das vorgestellt? Einen Plan habe ich noch nicht, ich habe darüber nachgedacht, aber ich muss erst noch mit Jason sprechen. Auf jeden Fall scheinen wir aber am richtigen Draht zu sitzen. Was ist, wenn ich Sie nicht weglasse? Dann kündige ich.